Guten Abend aus Norwegen und willkommen zu einem weiteren Supercharger Video. Wir befinden uns hier in Leira. Das ist bei Fagernes. Wenn man Richtung Beitostølen hochfährt zum Beispiel, kommt man hier vorbei. Ja, und hier ist ein Supercharger Version 3. Direkt hinter dem Elchöp Elektronikmarkt. Tesla kooperiert gerne mit Rema und Elchöp und anderen Betrieben, bekommt dann ein Stückchen vom Grundstück ab zu guten Konditionen oder auch kostenlos. Ja, und dafür bekommen die Geschäfte ja Kunden. Ja, hier gibt es, wie gesagt, einen V3 Supercharger. Da hinten lädt gerade mein Blutziffer. Wie ihr seht, wie viele Stalls gibt es denn hier? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich zähle mal durch. 4, 8, 12, 16 Stalls. Ja, 16 Stalls mit V3 gibt es hier. Alle V3. Und hier sind schon weiter vorbereitet weitere Stalls. Und zwar, ja, 4, 8, 12, 16 Stück nochmal hinzu. Das heißt, hier wird demnächst ein ziemlich großer Supercharger sein, weil wenn die schon vorbereitet sind, werden die wohl auch nicht allzu ferner Zeit mal in Betrieb genommen werden, diese Fundamente. Hier haben sie schon die, ja, die Metallbox, die da auf den anderen drauf ist, geklaut. Ja, ich lade hier gerade mit meinem Blutziffer, bin auf dem Roadtrip. Und habe hier Maximalleistung 245 kW gehabt, also Top-Superleistung, kann man sich nicht beschweren. Ja, wie gesagt, hier ist direkt ein Elchöp. Ansonsten habe ich gesehen, bin ich auch an einem Supermarkt und so vorbeigefahren. Das ist hier relativ zentral im Ort. Ein Burger King habe ich auch in der Nähe gesehen. Also man kann sich hier Zeit vertreiben. Entweder mit Essen, Einkaufen oder so, während der Tesla lädt. Ja, schauen wir noch mal rein auf den Monitor. Jetzt ist es hier ein bisschen laut, weil der Blutziffer hat seine Turbine an und der Supercharger hat die Turbine an. Wir setzen uns mal rein in den Blutziffer, klicken hier an und dort steht, es sind 15 von den 16 Ladeplätzen hier frei, dass er maximal 250 kW liefert, wie beim Versions 3 Supercharger normal. Die Ladegebühren betragen hier momentan 3,95 € im August 2021. Blockiergebühren wie gewöhnlich 10 Kronen die Minute. Ja, und das Ganze liegt, wie gesagt, hier in Leira. Und ich zeige euch das nochmal auf Google Maps. Hier geht die Straße 51 entlang. Da kommt man vom anderen Supercharger, der befindet sich hier in Gohl. Dann kann man über die 51 fahren, über den Bergpass und kommt dann hier nach Leira und weiter kann dann weiterfahren, zum Beispiel Richtung Norden nach Fagernes, was direkt hier gleich kommt. Und dann geht es hier zum Beispiel nach Beitostølen weiter oder auf der E16 der Europastraße Richtung Borgund und so weiter durch die Berge. Sehr schöne Landschaft hier eigentlich in alle Richtungen. Richtung Süden kann man auch auf der E16 weiterfahren, kommt dann hier runter nach Südnorwegen. Ja, wir stehen ein bisschen schief, müssen so gucken eigentlich. Hier geht es nach Oslo runter, man kann auch rüber nach Lillehammer, wenn man hier über Jüvik fährt. Ja, also sehr zentral in Norwegen gelegen, dieser Supercharger, in schöner Landschaft. Und wer wandern oder so gehen möchte, ist ja hier in den Bergen Norwegens gut aufgehoben. Ja, die anderen Supercharger von hier aus in der Nähe wären, wie gesagt, der eine in Gohl, dann haben wir einen hier weiter südlich in Gülsvik
Und hier ist einer, der heißt Nes-i Odal beim Valdresporten. Wenn man von Süden hochkommt, hier zu diesem Supercharger. Ja, und ansonsten sind hier Richtung Westnorwegen noch ein paar Supercharger. Und der nächste nach Fagernes hoch, hier nach Leiran und nach oben, wenn man die Straße Richtung Beitostølen fährt und hier nach Lom, dann ist der nächste erst wieder in Bismo. Ja, so viel hier vom Supercharger in Leira. Versions 3 Supercharger. Bei 58% bekomme ich jetzt hier noch 112 kW. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder sogar meinen Kanal abonniert und dann vielleicht die Glocke aktiviert, damit ihr über die nächsten Videos informiert werdet. Schöne Grüße aus Norwegen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal und betätigt die Glocke, dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten. Liken, kommentieren und teilen erwünscht.